Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute Abend spielt der 1. FC Heidenheim gegen Hannover 96. Wir haben es gerade 10 vor 2 und in 2 Stunden geht es für mich auch schon los ins Stadion. Ich werde nämlich ins Stadion gehen. Ich habe mich hier auch schon gut eingedeckt. Das Trikot ist schon an. Noch das alte aus der letzten Saison, die vorletzte Saison. Da hat Weidert noch die 26 hier gehabt. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal in einem Video an, in einem anderen FIFA-Video. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist. Aber genau, und dieses Spiel werden wir heute nachspielen. Heidenheim ist gerade sehr gut drauf, deshalb spielen wir auch auf Weltklasse. Und genau, Auswärtsspiel für Hannover, deshalb spielen wir auch in den Auswärtstrikots. Ich habe mal die Aufstellung so gemacht, wie ich sie wahrscheinlich auch einschätzen werde, wie Stabrowski aufstellen wird. Hier bei Teuchert und Bayer bin ich mir nicht sicher. Ich denke mal, Kerk wird hier offensives Mittelfeld spielen, Meiner und Bayer hier eben auf den Außen. Eine Doppel-6 mit Dimas und Ernst, weil Ondua in die Innenverteidigung rückt. Eigentlich wäre ja Ondua hier mit Dimas auf der Doppel-6, was eine gute Kombi ist. Aber Ernst rutscht wahrscheinlich rein, weil Börner gelb gesperrt ist. Und deshalb wird Ondua, schätze ich mal, in die Innenverteidigung rücken, weil Tim Walbrecht im Jugendspieler ist und ich denke, der wird dann einfach irgendwann reinkommen. Vielleicht wird dann so ab der 60. wird dann vielleicht Walbrecht für Ernst kommen. Und dann wird Ondua hier auf die 6 rücken und Walbrecht hier neben Franke auf die Verteidigung. Moroja ist ja auch verletzt, deshalb für ihn wird dann höchstwahrscheinlich dem spielen, so wie immer. Und genau, ich habe mich dann für diese Auswechselspiele hier entschieden. Klar, hier ein Kaiser, der wird auch auf der Bank sitzen. Ein Hans natürlich auch, ein Hinterseher, weiß ich nicht, ist fraglich, deshalb habe ich ihn jetzt mal rausgelassen. Weil, genau, Krein stimmt, der wird ja auch nicht spielen, das heißt, den können wir raustun, dann können wir nämlich Kaiser doch noch mitnehmen. Krein ist ja wahrscheinlich verletzt, also vielleicht kann er auch spielen, aber ich denke mal nicht, dass er spielen kann, weil es wurde schon sehr drüber geredet. Also vielleicht spielt er auch, dann wird Krein hier spielen und, Hilfe, da wird Krein hier neben Franke spielen und Ondo wird dann hier hochrücken. Wir werden es jetzt aber mal so machen, weil ich denke, so wird es dann am Ende auch im Spiel sein. Walbrecht deshalb mit von der Partie, Börner gelb gesperrt, Moroja verletzt. Für ihn kommt eben Ernst und dem in die Startelf. Genau, sonst denke ich mal, dass nicht viel verändert werden wird. Hier Teuchert und Bayer können vielleicht auch wechseln, hier die drei. Kerk vielleicht auch noch weiter nach vorne. Vielleicht auch hier für Bayer. Ich denke aber nicht, dass Bayer ins Zentrum gehen wird. Ich denke mal, so wird es Hannover angehen. Wie Heidenheim spielen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Hüsing hat gleich Corona. Deshalb, der wird, glaube ich, nicht spielen. Und deshalb, genau. Der wird jetzt aber, glaube ich, hier in FIFA spielen. Bin ich mir nicht sicher. Aber die werden den wahrscheinlich hier aufgestellt haben, auch wenn er jetzt heute Abend nicht spielen wird. Das ist egal. Wir spielen jetzt Hannover gegen Heidenheim und hoffen mal auf ein gutes Ende für Hannover. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr hyped. Und jetzt werden wir es einfach schon mal vorspielen und vielleicht, wenn wir hier gewinnen, werden sie ja vielleicht auch heute Abend gewinnen. Auf Instagram und auf Twitter werde ich viel davon posten wahrscheinlich. Warum hätten auf Instagram viele Bilder in der Story, da werdet ihr dann auf jeden Fall Tim mal gucken, Kleindienst. Falls euch das interessiert. So Tim.hnvr96 heiße ich da. Wobei, ihr könnt es gar nicht anschauen, ihr müsst erst... Oh, das war schon erste gute Chance für Heidenheim, aber Ziel ist da, der ja zum Glück wieder zurück ist. Ich habe übrigens Hans nicht mitgenommen, weil der ja wahrscheinlich, der wird ja auf der Bank sitzen, natürlich in Heidenheim wegen Ersatztorwart, aber ich glaube nicht, dass er spielen wird. Es sei denn, Zieler verletzt sich schon wieder, was natürlich sehr, sehr scheiße wäre. Aber ja, ich denke nicht, dass man ihn gebrauchen wird dort. Und deshalb habe ich den jetzt hier auch rausgetan. Damit ich nochmal einen, der mehr Einsatzmöglichkeiten hat, wie zum Beispiel den Kaiser oder den Franz, dass der eben viele Tore, 15, ja, das stimmt sogar. Das sind, glaube ich, die echten Daten, wie es gerade auch in echt ist. Und die Abschlussstärke ist dann nicht die beste, aber sie hat sich sehr verbessert, würde ich mal sagen. Also die haben jetzt unter Dabrowski viel mehr Tore geschossen als unter Zimmermann. Da kam jetzt ja auch, Dimas ausgeliehen. Ein Mittelfeldspieler, ein Offensiver und Teuchert. Und da ist es das erste Tor für Heidenheim. Tim Kleindienst hat es, glaube ich, gemacht. Genau, 12. Minute. Ja gut, ich bin jetzt nicht der beste FIFA-Spieler. Wir hoffen mal nicht, dass das sich dann heute Abend wiederholen wird, dass Kleindienst gleich schon in der 12. Minute das 1:0 für Heidenheim schießt. Ich gehe aber mal nicht davon aus, auch wenn beide... Ey! Elfer. Elfer für mich. Richtig gut, richtig gut. Genau, beide, da ich das Süßchen bei Heidenheim verletzt, es sind jetzt natürlich auch die Abwehrreihen, beide Abwehrreihen, ziemlich geschwächt. Und da ist der Ausgleich durch die Nummer 37, Sebastian Kerk. Sehr, sehr gut.
Ja, beide Abwehrreihen sind ja heute Abend auch geschwächt, eben durch den Ausfall von Börner und Hüsing auf Heidenheimer Seite. Und deshalb denke ich mal, dass auf jeden Fall ein paar Tore fallen werden. Ihr könnt ja gerne mal euren Tipp für heute Abend in die Kommentare schreiben. Und genau, hoffen wir mal für einen guten Ausgang für Hannover, weil 3 Punkte wären auf jeden Fall wichtig. Allerdings natürlich auch für Heidenheim. Und Heidenheim ist ja auch, Kerk hat glaube ich gesagt, Heidenheim ist das Freiburg der zweiten Liga. Und da hat er schon recht eigentlich. Heidenheim ist eine gute Mannschaft, haben ja auch schon Relegation gespielt. Und ich würde es Heidenheim wirklich gönnen. Also ich bin eigentlich auch eigentlich immer für Heidenheim, damit sie auch mal aufsteigen, weil sie haben sich schon verdient nach den ganzen Jahren. Vor allem auch mit Frank Schmidt, was der da für jahrelang für eine Arbeit gerissen hat. Haben sie sich schon verdient, mit ihm noch in der Bundesliga zu spielen. Aber sie haben gleich ein zu kleines Stadion und wir müssen die ausbauen, das planen die irgendwie auch schon. Sie haben es ja auch schon in die Relegation geschafft und ich würde es ihnen auch eher wirklich gönnen. Außer heute, und was war das denn für eine gute Chance von Cedric Teuchert? Oh mein Gott, das war... Das hätte eigentlich das 2:1 sein müssen. Ein relativ ausgeglichenes Spiel bisher. Wir hatten bisher hier die besseren Chancen, glaube ich. Aber es gab auch noch nicht so viele Chancen. Es gab mehr Hereingaben. So, jetzt der Pass auf Bayer. Die Flanke. Aufholt, der hat nicht den besten Abschluss. Das hätte es aber die nächste gute Chance für uns. Die nächste gute Chance für uns. Und was war das fast für ein Fehlpass von Kevin Müller? Eigentlich guter Torwart, der ja auch bei Hannover aufgewachsen ist. Aber jetzt eben schon lange in Heidenheim spielt. Er hat gesagt, dort hat er seinen Seelenfrieden gefunden. Mit Auge. Das war aber Ondua. Ondua ist da, aber macht einen kleinen Fehler. Er ist halt auch eher defensives Mittelfeld, glaube ich. Oder er ist halt Mittelfeld. Kann auch in die Offensive gehen. So, nächster Eckstoß von Mohr. Jetzt kommt die Ecke. Auf Kleindienst. Und der ist drin. Weil keiner bei ihm war. 2:1 für Heidenheim. Doppelpack Kleindienst. Wir haben natürlich auch, wir haben viele, viele Offensive. Unsere Offensive ist ja heute Abend wieder sehr, 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 sehr gesund. Sind, glaube ich, fast alle da, wenn Hinterseher auch noch zurückkommt. Schade. Hinterseher kommt ja dann vielleicht auch zurück und dann wäre auf jeden Fall auch sehr viel Offensivpower da, aber man muss die Chance halt nutzen, denn das ist ja bisher in der Saison, hat ja nicht so gut funktioniert. Mit Dimas und Teuchert hat man ja auch gute Offensivspieler nochmal geholt. Und ich bin zuversichtlich, dass es heute Abend auf jeden Fall auch mit den Toren klappen wird. Das hat man ja jetzt auch gegen Gladbach gesehen. Der überzeugende Auftritt 3:0, da habe ich mich sehr gefreut. Das war, oh, meiner da oben. Oh, was ein Pass auf Kerk. Was ein Pass auf Kerk. Er mit dem Abschluss und das 2:2. Richtig guter Pass auf Kerk. 2:2. In der 40. Minute. Doppelpaar Kleindienst. Doppelpaar Kerk. Alles klar, da haben wir hier unsere beiden Offensivspieler auf jeden Fall. Die wahrscheinlich auch heute Abend treffen werden. Also ich hoffe mal, dass Kleindienst vielleicht nicht. Aber Kerk, der darf gerne heute zweimal treffen. Nicht noch vor der Halbzeit, vielleicht nochmal ein Angriff, nicht von Heidenheim. Ja. Oh, Kleindienst schon wieder. Okay, es gibt nochmal eine Ecke für Heidenheim, die noch überstehen und dann gehen wir erstmal mit einem 2:2 in die Pause. Oh Gott. So, nein. Der Abschluss war nichts, das heißt, es geht mit dem 2:2 in die Pause. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Erwartete Tore 2:7, 3:2. Okay, wir hätten noch ein Tor mehr schießen können, Heidenheim allerdings auch. Weil bis jetzt war Heidenheim ein bisschen mehr. Wir sind aber, glaube ich, ein bisschen besser hier im Spiel. Oder? Ja, sagen ja auch die erwarteten Tore. Nein, er hat zwar mehr Schüsse, aber wir hatten halt die besseren Chancen. Sagen, wechseln müssen wir jetzt erstmal noch nicht. Und dann werden wir in die zweite Halbzeit starten. Und hoffen. Ja, wir haben gleich den Ball. Das ist wichtig. Dass einer nicht gleich in den ersten Angriff gehen kann. Aber wir verlieren ihn auch gleich wieder. Das war jetzt natürlich nicht gut.
Oh, aber Zieler einfach stark. Es ist so wichtig, dass er wieder zurückgekommen ist. Hansen hatte zwar auch ein, zwei gute Paraden, aber Zieler ist halt einfach der bessere. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Zieler ist halt einfach der Mann. Der Mann im Tor. So, Teuchert schießt einfach mal drauf und Kevin Müller hält aber. Heißt der Kevin Müller? Der heißt zwar Müller, gell? Aber ich weiß nicht, ob er Kevin Vorname heißt. Ich glaube schon, ne? So, Dimas. Aber da läuft sich niemand frei. Dort vielleicht? Sebastian Ernst? Ecke? Ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Ja, Ecke. Sehr gut. Kerk mit der Ecke auf Sebastian Ernst, der in diesem Spiel, den ich in diesem Spiel noch gar nicht gesehen habe. Jetzt aber Heidenheim. Die vielleicht den Konter ausfahren können, aber sie warten zu lange. Leipertz hat zu lange gewartet und Hüsing spielt tatsächlich. Obwohl er Corona hat. Nein, böse FIFA. Darf nicht spielen. So. Bei Heidenheim darf ja auch ein Jugendspieler, das hat ja Frank Schmidt schon gesagt. Ist gut, dass er es gesagt hat, dann kann Labrowski mich damit planen. Dass auf jeden Fall ein Jugendspieler, der vielleicht noch nicht so erfahren ist, in der Startelf spielen wird. Teuchert mit der Führung. Und das ist zum ersten Mal für mich in diesem Spiel. Durch die Nummer 15, Cedric Teuchert, Neuzugang von Union Berlin mit 3:2. Also wenn so das Spiel heute Abend ist, das würde ich begrüßen. Das würde ich sehr begrüßen. So, es ist wirklich ein enges Spiel, so wie es Buschmann hier schon sagt, der Buschi. So, Heidenheim aber gleich wieder Leipertz. Wird wahrscheinlich gleich reinflanken. Aber Holt und Bayer sind da, warum auch Bayer da hinten ist in der Verteidigung. Naja, muss er jetzt machen. Aber die Flanke findet nur die Hände von Ron-Robert Zieler. Abwurf auf Dimas. Und ich sehe schon da unten meiner, der ist. Oder? Auf Teuchert? Aber es war abseits. Das habe ich mir schon gedacht, dass das abseits ist, dass er da am Abseits stehen wird. Naja. So, more für Malone. Bei Heidenheim wird es offensiver. Ein Stürmer wechseln sie ein. So, Schlewetter. Leipertz will wahrscheinlich wieder die Flanke reinschießen. Nee. Auf Schöpner. Malone, der Neue. Oh, und der neue Maurice Malone heißt er, glaube ich. Weiß ich nicht, wie er mit Vorname heißt. Gleich mit dem Innenpfosten. Franke rennt nach vorne und da läuft dem auf meiner. Ganz energisch. Ja, was sollen wir machen? Er kann sich durchsetzen. Meiner. Auf Kerk. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Heidenheim kann es klären und jetzt über Malone läuft der Konter. Und Kilometer. Jetzt sind hier noch 20 Minuten. Vorne ist Kleindienst, auf den müssen wir aufpassen. Aber nicht, dass er jetzt hier aufs Tor rennen kann und die Flanke rutscht einmal ganz durch und der kriegt sogar noch. Nee, er kriegt die nicht. Das gibt Einwurf. Geht jetzt ein bisschen lost aus. Ja. So. Ja, mein Spiel hier wieder ein bisschen beruhigen. Ist gerade ein bisschen hektisch hier. So, leider ist natürlich auch Moroja ausgefallen. Das ist natürlich auch ein starker Verlust, vor allem in seinen Spielen vor seiner Verletzung. In Rostock hatte er gute Chancen. Die Flanke findet nur den Kopf von Bonic. Das war nicht Bonic. Aber Moroja hatte gute Spiele in Ingolstadt und ist leider ausgefallen. Aber dem hat ihn auch gegen Gladbach und Rostock richtig gut ersetzt. Also er hatte jetzt dann ja länger nicht gespielt. Aber er hat ihn super ersetzt. Macht er gut! Von daher denke ich, dass dem das heute auch gut machen kann. Hat ja auch mit Kiel die Bayern rausgeschlagen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das war stark von Hult, wie er den geholt hat. Und ganz da oben läuft jemand. Aber das war abseits. Bayer für Kaiser? Nee. Das wäre kein guter Wechsel. Wir können mal gucken. Wir können ja mal jetzt gucken. Wahlbrecht rein, Jugendspieler. Und Ernst dafür raus. Kann ich mir vorstellen, dass Dabrowski das auch so machen wird. Und dann kommt jetzt Tim Wahlbrecht, Jugendspieler, rein. Und bei Heidenheim kommt Föhrenbach für Teuerkauf. Föhrenbach im Hinspiel. Ja, der Unglücksrabe. 88. Minute legt er es aus Versehen für Weiland auf. Das Tor. Und dann konnte Weiland den in der 88. zum 1-0 Endstand einschieben. Da war Föhrenbach natürlich der Pechvogel. Wurde dann auch gleich ausgewechselt. Also, ich denke mal, darf er dieses Mal gerne wieder machen. Aber ich glaube, er spielt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er spielt oder ob er verletzt ist oder in Isolation ist. Es kann auch sein, dass er... Oh, Fehlpass.
Und der war zu hoch. Okay. Ich wollte schnell abschießen. Komm, Franz für Dimas. Ich wollte schnell abschießen, damit, weil Müller ja nicht im Tor war. Jetzt kommt noch Schimmer für Kühlwetter bei Heidenheim und bei uns kommt jetzt Mike Franz für Marc Dimas. Starkes Debüt hatte er gegen Rostock. Föhrenbach, der Neue, der hat noch Kraft, auf den müssen wir aufpassen. Auf den müssen wir aufpassen, aber nein! 3:3. Jetzt haben wir noch Holt für Ochs, aber es wird nichts bringen wahrscheinlich. 3:3. Dreierpack von Tim Kleindienst. Der ist ein guter Spieler, auf den muss man auch heute Abend aufpassen. Ich war auch bei der 4-0 auswärts in der Lage in Heidenheim dabei. Was war das denn, meiner? Was war das denn? Oh, 3:3. Aber 3:3 ist halt auch so ein Ergebnis. Dadurch, dass die beiden Abwehrreihen halt so geschwächt sind, kann ich mir halt auch ein 3:3 gut vorstellen. Irgendwie. Aber wir werden es sehen heute Abend. So, nochmal der lange Ball auf Kerk, aber da kommt niemand mehr ran. Und somit endet das Spiel gegen Heidenheim 3:3. Heute Abend ein 3:3 wäre bestimmt nice. Erwartete Tore 4-8, 4-3. Heidenheim hat sich noch sehr gesteigert in der zweiten Hälfte. Und somit endet das Spiel 3:3. Gegen Weltklasse. Ich bin mit meiner Leistung eigentlich gut zufrieden. Wir hatten uns gute Chancen herausgearbeitet. Hoffen wir, dass wir heute Abend gewinnen. Und dann will ich sagen, drückt mir die Daumen für heute Abend. Lasst ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich bin sehr gehypt auf heute Abend. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war das Video für dieses Wochenende. Ciao!